Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Serious Sam Second Encounter. Wir sind DLC unterwegs und müssen also langsam wieder wach suchen. Was hat hier alles mit dem Vorhang? Moment bitte. Das kann man hier ganz gut ausweichen. Hier war der, glaube ich, auch mal One-Shot mit der Doppelläufigen, ne? Also in anderen Teilen. Hier reicht es halt gerade wieder nicht. Ah, genau. Raketenwerfer. Kriegen wir das auch offiziell? Schön. So, dann bitte mal Munition. Danke. Gut. So, wir kommen da raus. Dann ist rechts irgendwo was. Ja, Nachschubspawn ist in Ordnung. Ist da irgendwas, wo wir an die Decke schießen müssen? Linke Laterne. Eine hinter der Laterne ist wohl ein Hebel. Dann bin ich gleich wieder da. Okay, sehr schön. Geht sogar voll. Nicht schlecht. War dann jetzt das vorletzte Secret? Na du? Das dürfte es mit euch gewesen sein. Ja, fast. Ich muss ja eh den Schlüssel noch mitnehmen. Der Stab ist es in dem Falle. Nachschub. Und natürlich auch wieder ein großer. Fühlt die halten jetzt weniger aus, kann das sein? Hm.
fallen ist doch schneller, als ich dachte. Na gut, sobald wir jetzt hier irgendwas holen, spawnen neue Gegner. Das ist in Ordnung. Sehr schön, kannst da noch weg. Trappeln, trappeln. Du brauchst dir gar nicht die Tür zu bewachen. Ist nicht, Kollege. So haben wir nicht gewettet. So, okay. Dann kommt. Das. Da dahinter erwartet sich noch was. Ist okay.
Na? So, ich schätze, auf der anderen Seite kommt es auch noch ein großer. Ne, ich glaube, ich habe noch nicht gezählt beim letzten Mal. Oder nicht aktiv. Weit weg. Die werden also ins Leere gehen. Das war knapp. Hier reicht mittlerweile auch aus, ihr Schweine. Naja, nur also Bullen in dem Falle. Muss hier biologisch korrekt bleiben. Ja, ich muss näher ran. Jetzt machen hier einen Ausweichschritt, dann war es das mit den guten Raketen. Aber das passt. Und schon kehrt wir dafür eine knappe Sekunde Ruhe an. Bevor ich hier weitergehe, hole ich mir noch das letzte Secret. Und zwar müssen wir aber die Runde noch mal machen. Hatten wir ja vorher auch schon mal. Mit mehr Gegnern, aber auch bessere Ausrüstung. Hoffe ich zumindest. Ja,
dass ich nachher komplett leer geschossen wieder ankomme. Das wäre unpraktisch. So, speichern wir. Okay. So, dann haben wir das aber. Damit haben wir alle Secrets. Und wir drehen jetzt nochmal eine Runde. Ach komm, ist... Okay. Komm, ist doch keine Gegner. Dann war das nur zum Mitnehmen. Okay, gut. Hat den Vorteil, dass es halt Zeit spart. Da sage ich dann auch nicht nein. Ja, Schrotflintmunition brauchen wir jetzt gerade nicht. Und vielleicht können wir noch ein paar Gegner dann hier aufsammeln, die wir übersehen haben. Tatsächlich. Siehste? So, dann sollten wir es aber gleich geschafft haben. Wie viele Gegner sind es denn jetzt eigentlich noch? 140 knapp. Ja, im Blick auf die Zeit überlege ich halt. Nee, ich glaube, ich gehe mal gründlich alles durch und dann machen wir dann hier noch eine extra Folge. Die könnte sich etwas kürzer werden. Je nachdem, wie übel der Bosskampf wird. Oder wie ausdauernd. Aber sollte passen, denke ich. So, Schrot haben wir voll. Das ist gut. Aber ja, haben wir halt auch mehr als genug. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann dadurch. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.